Meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, hier spricht euer Vaturas. Das letzte Mal ist nun auch schon wieder etwas her und ich würde sagen, deswegen machen wir einfach direkt weiter, bevor wir da lange Umschweife machen. Ja, da kam jetzt einiges dazwischen mit Umzug und so weiter, das Privatleben, manchmal wie es halt so ist, ne? Man weiß es ja. Ja, ja. Nee, halt, okay, dann ist gut, so viel Zuspruch jetzt schon. Danke, danke, Miranda. Jetzt bin ich allerdings nicht sicher, ob ich sie gerade aus Versehen. Warte. Ob ich sie dahin befohlen habe und sie mir jetzt nicht mehr folgt. Deswegen. Ah, C. Ja, genau, hier habe ich. Das habe ich gerade gemacht. Bewegung. Ah ja, das hatte ich hier umgestellt, genau. Okay. Bin bei Ihnen. Nach Ihnen. Ausgezeichnet. So, wir waren ja hier, so viel weiß ich noch, stehen geblieben. Wegen eines Cerberus-Agenten, der gefangen genommen wurde. Man kann es ja hier nochmal zeigen, auch wenn das für euch natürlich nicht Codex-Tagebuch, wenn das für euch quasi gerade eben erst war. Ja. Und ich würde sagen, mit dem letzten Cliffhanger, der nun einige Zeit auf sich hat warten lassen, machen wir weiter. Man startet direkt mit Memory. Ah. Das war. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ich hab. ich hatte gerade irgendwie im Kopf, dass ich die erst umdrehen muss. Aber ich muss ja nur drüber gehen mit der Maus. Und dann kann ich die miteinander verbinden. Also ihr seht, das ist etwas her, aber ich glaube, ich krieg das hin. Das war jetzt hier drüben, ne? Gott. Ich habe meine Munition nicht aktiviert. Wo ist mein Schnippergewehr? So muss es sein. Da ist mein Schnippergewehr. Komm aus der Deckung raus! Geht nicht. Erwischt. Ja, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge jetzt seht, habe ich gerade Borderlands Pre-Sequel beendet. Das heißt, das erwartet euch auch, für den Fall, dass ihr das hier sogar vorher seht. Oder danach, es geht ja auch, kann ja auch sein. Da muss ich auch erst wieder aktivieren, die Munition. Ja, ist ja gut. Stört doch nicht so rum hier. Oder zumindest nicht in dieser Situation. Gegen die. So. Computer hatten wir ja gelesen mit den Sicherheitslogs. Ich hoffe, dadurch, dass es jetzt ja ein neuer Raum ist und so weiter, wird es mit dem Sound passen. Ich höre mir das nach der Folge erstmal an. Gesetzt den Fall, dass es jetzt nicht so knorke ist, müsst ihr leider in dieser Folge damit leben. So, on the fly wirkte es für mich, als würde es passen, aber das kann man immer schwer sagen. Gestellt. Also wenn man versucht ja dann quasi eine künstliche Situation zu erzeugen, um den Ton anzupassen, ihn zu testen. Besser ist es natürlich in der Praxis. Falls ihr das verstehen könnt, wie ich das meine. So, dalle. Okay. Ich bin nicht müde. Ich habe meine Augen offen. Datenlogs. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Daten selbst behalten. Kann ich dann damit noch jemanden Ach komm, das passt zu uns. Daten selbst behalten. Daten erhalten. Okay, das gab jetzt einen Stufenausstieg. Service Agent Tyrone Rawlings wurde tot aufgefunden, den wir gesucht haben. Verschlüsselte Daten zur Dechiffrierung und Lagerung an die Normen, die übermittelt. Jo, Bericht schließen. Und da war das Level abgeräuscht. So, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie wir verblieben sind, wie wir nochmal weitermachen wollten. Ich weiß noch im Kopf, dass ich mir Sorgen gemacht hatte bezüglich der Rekrutierungsmissionen, dass wir die erstmal beiseite legen. Ich
denke... Kodex. Nein, nicht Kodex. Wieso mache ich das? Tagebuch. Was haben wir noch? Besondere Zutaten. Auf der Citadel besondere Zutaten kaufen. Ah ja, Overlord, das war ein DLC. War das nicht... Das könnte ich eigentlich machen, ne? Overlord. Das wäre möglich. Obwohl der Ratschaft... Ja, zur Citadel, da waren wir ja auch noch nicht. Der Wallet, das sind die ganzen Dossiers. Die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Ich würde fast sagen, da machen wir einfach direkt Overlord. Das ist jetzt zwar dann einer der DLCs, aber der ist super. Wo müssen wir dann hin? Ach genau, wie bin ich denn da eigentlich verblieben? Mit den ganzen Sektoren. Dass ich die selber plündere, ne? Da muss ich nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ausgezeichnet. Ins Omega-Portal wollen wir nicht. So, wo ist der Project Overlord? Da. Ja, für euch ist das ja immer relativ nahtlos, weil ich lade meine Projekte immer erst hoch, wenn ich sie quasi vollständig habe. Einfach nur, um da nicht die falschen Werte zu suggerieren. Niedrig, ja, das freut einen ja da. Wow, das sieht aber nicht niedrig aus. Also ich kann euch sagen, dass das in Mass Effect Andromeda sogar noch ein Stückchen nerviger ist. Das Ganze. Mass Effect Andromeda ist sowieso so eine Sache. Für sich. Allein gesehen ist das Spiel ja gut. Also da kann man wirklich nicht meckern, wenn man das Spiel als eigenständiges Spiel betrachtet, aber als Teil vom Mass Effect Universum ist es halt für viele dann doch eher traurig, was daraus wurde. Starte Sonde. Starte Sonde. Also die Planeten hier nehme ich jetzt noch gerade mit, einfach weil die halt, ja, Sonde gestartet. Weil ich da in diesem Sektor gerade drüber fliege. Also in diesen Sektoren, wo ich missionsspezifisch hin muss, schadet es starte nicht. Starte Sonde. Abgebaut. Also ich denke, ich werde es bei abgebaut belassen. Oh nein, ohne die Konsole zu öffnen. Cheaten werde ich noch nicht. Ja, noch. Umluftbahn anfliegen. Scanner starten. Hoch. Parat. Sonde gestartet. Das ist zwar nicht viel, aber es reicht für einen Moment. Ja, und bei euch so? Alles klar? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ha! Sonde gestartet. Man nimmt, was man kriegen kann. Hier haben wir viel. Sonde unterwegs. Na, wo warst du? Starte Sonde. Sonde gestartet. Also ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass es dadurch, dass ich den bösen Weg spiele, eigentlich echt interessant ist, weil es gibt wohl anscheinend wirklich viele Leute, die das gar nicht machen wollen. Also denen ist das vielleicht unangenehm oder die können es halt einfach nicht oder so. Sonde unterwegs. Freut mich natürlich, da auch Anklang zu finden. Ich persönlich finde da halt eben den gegenteiligen Aspekt sehr interessant. Sich einfach mal so zu verhalten, wie man es im Alltag nicht tut. Sonde unterwegs. Zum Beispiel Reporter verprügeln oder keine Ahnung, irgendwas in der Hinsicht vielleicht. Das ist eben bei Mass Effect Andromeda auch so schade. Da gibt es diese sehr radikalen Entscheidungen nicht mehr, die es hier ja teilweise gibt. Auf abgebaut würde ich schon gern kriegen. Auch bei Fallout.
Fallout ist auch so ein Spiel, da kannst du auch teilweise sehr radikale Entscheidungen treffen. Das wäre eigentlich auch interessant zum Let's Playen an sich. Aber das ist so riesig. Also das kannst du auch nicht mehr mit Mass Effect oder so vergleichen, weil das lebt durch die Nebenquests. Während Mass Effect meiner Meinung nach durch die Hauptstory lebt. Hauptsächlich. Ja, lass was mal auf niedrig, das reicht schon. Weiß gar nicht, war jetzt hier ein Treibstoffdepot? Ja, okay. Ich brauche nämlich neue Sonden. Ein Spiel, was Sonde da gestartet. Einen ganz guten Mix macht, ist Gothic, finde ich. Dass du wirst an jeder Stelle, auch bei den Nebenquests, immer wieder an die Hauptquest erinnert. Also was dich tatsächlich hauptsächlich antreibt in diesem Spiel. Oder was das Hauptaugenmerk ist, sagen wir es mal so. Und trotzdem sind die Nebenquests richtig toll. Sonde gestartet. Hier sind manche Nebenquests schon eher, wie das jetzt mit dem Cerberus-Agenten. Das war halt okay, ja. Aber Sonde da gibt es schon deutlich bessere Quests. Das ist halt dann so ein Schmankerl, dass du noch ein bisschen was zu tun hast. Sonde gestartet. Starte Sonde. Aber mir ist das Spiel komplett vertont. Das ist mir ja immer sehr wichtig. Ich lese nämlich nicht gerne. Wo war es denn jetzt da? Starte Sonde. Sonde gestartet. Ach komm, wenigstens auf niedrig. Da. Ha! Gotcha! Immer noch Mittel. Schaffen das. Sonde gestartet. Element Zero ist immer noch relativ low. Da. Starte Sonde. Abgebaut, super. Nervt mich schon bei dem anderen, dass er auf niedrig steht, aber hey. Bevor wir da jetzt ewig suchen, da wäre ich auch ganz kirre im Kopf. So, weiter geht's. Weiter zu den interessanten Sachen. Ihr wollt interessante Sachen sehen. Und zwar, wie ich jetzt in diesem Sektor da oben, da weiter Planetenabbau. Habe ich nicht recht? Was wollt ihr sehen, oder? Oh, einmal drumherum und zu den Planeten darüber. Ja, es tut mir leid, aber das muss sein. Man macht es ja auch nur einmal pro Planet, ne? Alles muss seine Ordnung haben. Sonde gestartet. Starte Sonde. Der ist auch nur gut. Den dürfte ich eventuell, hoffentlich, schneller fertig Starte haben. Starte Sonde. Sonde gestartet. Oh, hab ich jetzt nochmal Sonden gekauft? Irgendwie habe ich das gar nicht auf dem Schirm. Glaube ich, nee, 11. Nee, ich habe keine gekauft. Tja, dann kann ich sowieso gestartet. Nicht. Das wird nicht reichen, was ich dabei habe. Jede Menge Palladium. Dabei bräuchten wir doch Element Zero. Starte Sonde. Da. Platin. Starte Sonde. Sonde gestartet. Abgebaut. Cool. Dann haben wir wenigstens den noch hingekriegt. Nehmen wir den ganz kleinen da noch. Da schießen wir nur 4 Sonden drauf. Eine behalten, vorsichtshalber. Sonde unterwegs. Für den Fall, dass wir das mit Overlord erst scannen müssen, wegen Anomalie. Sonde gestartet. Element Zero. Geh damit. Mmh.
Da ist noch mehr gewesen. Da! Oh! Sonde unterwegs. Boah, da wäre bestimmt noch mehr. Aber ihr habt keine Sonden mehr. Und zurückfliegen du jetzt auch nicht. Ach, fuck. Jetzt habe ich den Planeten nicht angeguckt, was die Statistik ist. Tut mir leid. Tut mich sorry. Wir nehmen. Oh, wen hatte ich denn jetzt immer dabei? Wir könnten eigentlich Morden mal mitnehmen. Wir nehmen Morden und Miranda mit. Die könnten eventuell interessante Sachen zu sagen haben. Eventuell. So, ich war mir sicher, ich wollte die Disruptor-Mission erst für, Munition, nicht Mission, fertig machen erstmal. Oder? Ich glaube ja. Miranda. Du bekommst Warp. Morden. Du bekommst erstmal das da voll. Okay, das kann ich leider nicht. Aber... nee, dann warte ich. Dann warte ich. Mordens Bewaffnung. Ja, ist okay. Brenners Bewaffnung. Carnifex auch okay. Gott, dieses Ding schon wieder. Wir haben mit denen doch, glaube ich, den Standort ermittelt, oder? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Zum Glück sind sie da. Mein Name ist Dr. Gavin Archer. Die Sache ist dringend. Wir stehen kurz vor einem katastrophalen VI-Zusammenbruch. Einzelheiten erkläre ich Ihnen später. Aber erst müssen Sie die Übertragungsschüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Schüssel. Okay. Vermutlich da. Aber da komme ich nicht rein, also dann da. Ich gucke nur kurz, ob hier noch was ist. Energiezellen. Und schon hat sich's gelohnt. Apropos, wenn wir schon dabei sind. Ich hätte gerne meinen Schnibber in da. Das ist kein Sniper-Gewehr, auch wenn ich es dreimal aneinander hänge. Da. Speichern wir mal. Spiel speichern. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben und den Dienst haben. Oh wow, bin ich jetzt damit vorgelaufen? Auf dem Monitor. Hi. Bye, hi. Da sind Sie ja. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen Geld frei herum. VI-Programm hat sich selbstständig gemacht, die Kontrolle übernommen und ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass sie sich zu ihnen gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. Okay. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Nee, das sind meine Waffen. Alle. Zugang verweigert, Tür von innen gesichert. Ihn auch nichts gebracht zu haben. Ja, ist ja gute Tür da hinten. Dreh halt völlig durch. Ich habe auf jeden Fall mega Bock, wieder Mass Effect zu zocken. Und deswegen zocke ich es jetzt auch wieder. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Erstmal das Audiolog. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Geth angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwiegt das bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen Ihre Söhne und Töchter danken. Na? Ach da. Es geht um die Schüssel, wie er ja gesagt hat. Okay, wow. Chill. Auf der
bisschen gruselig. Das war gerade sehr laut. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme nicht so laut ist. Okay, ja, ist ja gut. Schrei mich doch nicht so an. Gott verdammt mich. Dies ist eine automatische Sicherheitswarnung. PDA. Geth-Aktivität wurde geortet. Bitte bleiben Sie auf Ihrem Geth mir aus dem Weg! Zur Seite! Das beobachtet mich. Sieht nach Kämpfen aus. Ah, ja. Ich wollte es gerade sagen. Sieht nach Kämpfen aus. Die haben auch dieses Grün um sich herum. Jetzt komm! Werden die Gedanken gemindet, so in der Computersprechung und so. Wo ist denn der? Da. Ja! Hab dich! Putz! Ein bisschen mehr Munition für das Schnibber. Wow. Immer mit der Ruhe. Nachladen. Schuss. Machen wir euch fertig. Ja, das war's jetzt gleich. Einen Schuss habe ich noch. Und weg. Ich hatte gar keine Munitionskraft aktiv. Oh Mann. Wäre ja eigentlich hilfreich, das Druck der Munition ist ja gegen Schilde gut. Nur weniger hilfreich bin dann halt eben ich. Bin ein bisschen stupid. Noch ein Lock. Landsafe. Ich weiß, wir sind mitten im Kampf, aber es geht schon klar. Erwischt. Muss mich jetzt wieder ein bisschen an die Mausempfindlichkeit gewöhnen. Also sie arbeiten wohl an etwas ziemlich Großem hier. Ich weiß es ja noch, deswegen kann ich auch sagen, dass der DLC mega gut ist. Aber ich möchte ja nicht zu viel vorwegnehmen. Ärger voraus! Ich sag nur, man kann an dieser Stelle schon sich denken, hä? Ich hab's. Weil vorhin etwas gesagt wurde, das seltsam klang. Ich möchte eigentlich nochmal da runter und gucken, ob da noch irgendwas lag oder so, aber... Und hier aus komme ich da nicht mehr runter, dann gehe ich eben kurz zurück. Also, ich muss mich jetzt natürlich erst wieder ein klein wenig reinfinden. Ich hoffe aber, ich stelle mich jetzt aktuell nicht allzu dumm an. Da ein wenig Mitleid haben. Das wäre wunderbar. One safe. Und anscheinend bin ich doch nochmal hier runtergekommen, nur eben von rechts. Na gut. Schnibbergewehr. Nachladibus. Ein Sammlus Restus Munitionus auf Bodus. Ah, schön. Hallo? Jetzt ist nicht mehr schön, jetzt ist gruselig. Alles klar. Das ist natürlich super. Hallo? Freunde? Hallo? Okay. Alles klar, dann teleportiert euch. Das ist natürlich super, eine Bahn zu benutzen, die ja elektronisch gesteuert wird. Bei einer KI, die verrückt wird. Durchdreht. Schüssel.
Okay. Energiezellen. Da war jetzt aber wenigstens keine Munition drin. Vermutlich, weil ich voll bin mit der Munition. Vorsicht! Ich glaube, das ist immer Munition. Tarnen und Schuss. Das kommt jetzt. Einer ist erledigt. Kann natürlich auch sein, dass die nichts zu sagen haben, die zwei, die ich jetzt mitgenommen habe, aber theoretisch haben sie das. Nein. Bin direkt hinter Ihnen. Bin direkt hinter Ihnen. Wie gesagt. Hier ist Projekt Overlord. Das letzte Borderlands gespielt. Oberkommando. Wir hatten hier einen katastrophalen Sicherheitsausfall und fordern hiermit Unterstützung an. Was soll das heißen? Alle ausgehenden Nachrichten werden blockiert. Ist das möglich? Deswegen versuche ich alles mit E anzuklicken. Aber das funktioniert nicht. The Gangway. Gangway. Also ich würde mich ja nicht hier hochstellen, aber ich habe ja auch Höhenangst. Gut, wobei ich nicht weiß, wie intensiv meine Höhenangst wäre, wenn ich diesen verpixelten Boden sehe. Oh Gott. Was, was, was? Ah. Schmerz. Erwischt. Das müsste ausreichen. Diese zwei Eisen nebeneinander stehen. Toll, jetzt ist er vereist umgefallen. Steh wieder auf. Seh dich nicht jetzt. Wow. Ich bin einfach 200 von 7 Scheiße. Umgehen. Dann. Feind hat Tarnsystem. Das wird sie umwerfen. Na, ich dachte, der wäre tot. Ist wahrscheinlich umgefallen. Weil sie ja sagte, das wird sie umwerfen. Nicht alle finden dich umwerfend, Miranda, okay? Da oben, deswegen. Ah! Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Schwierigkeit ich spiele. Achtung! Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass eine Rakete mich umbringt. Egal auf welche. Einer weniger! So wie ich mich kenne, sollte es aber eigentlich mindestens schwer sein, auf dem ich spiele. Ihr könnt mir das sicher sagen. Hilf mir. Blitz. Verreck. Ich dachte gerade, ich hätte noch dieses Auflad-Ding in der Hand. Und wollte gerade die Waffe aufladen und dann schießen, aber das ging nicht. Deswegen stand ich da gerade etwas verwirrt rum. So, ich glaube,
Hier unten hat sich das mit den Gegnern auch direkt schon erledigt. Achtung! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze.